Mein Name ist Diana Herrmann, ich bin Geologin und ich leite die Gruppe Geodatenmanagement im Bereich Standortauswahl. Unsere Aufgabe ist es, den bestmöglichen Standort für ein Endlager zu finden. Die tiefengeologische Endlagerung ist die sicherste Entsorgungsmethode für hochradioaktive Abfälle. Mit der Suche nach dem Standort ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung betraut, welche hierfür zahlreiche geologische Informationen über den Untergrund auswerten muss. Aktuell befinden wir uns in Phase 1 des Standortauswahlverfahrens. In dieser Phase selber dürfen wir noch nicht eigene Erkundungen durchführen, sind daher darauf angewiesen, auf Daten zurückzugreifen, die vor allem bei den Bundes- und Landesbehörden vorliegen. 46% des Bundesgebietes hat die BGE aufgrund ihrer geologischen Beschaffenheit bereits als ungeeignet identifiziert. Um aus den verbliebenen Gebieten die geeignetsten Regionen herauszufiltern, benötigt die BGE jedoch weitere geologische Informationen zum Untergrund. Detaillierte Informationen liegen oftmals nur analog in den Archiven der Behörden, weshalb wir diese Daten umfangreich digitalisieren müssen. Die Daten, die aktuell digitalisiert werden, stammen vor allem aus Erkundungsprogrammen, insbesondere aus der Suche nach Erdöl und Erdgas, sowie von Geothermieprojekten. Und während dieser Erkundung werden Gesteine beschrieben, Proben genommen, analysiert, geophysikalische Messungen vorgenommen. Und diese Daten interessieren uns auch für unsere Arbeit. Die Orte der Digitalisierung sind verschiedene Landesbehörden und Archive. Den Scanprozess übernehmen dabei externe Spezialunternehmen. Die größte Herausforderung beim aktuellen Scanprojekt ist die schiere Menge an Daten, die wir aktuell scannen. Wir haben über 20.000 Bohrakten vorliegen, die aufwendig gescannt und weiter bearbeitet werden müssen. Die Daten sind teilweise auf meterlangen Papierbahnen abgelegt. Diese müssen sorgsam durch den Scanner geschoben werden, um das alte, brüchige Papier nicht zu beschädigen. Dadurch ist der Scanvorgang sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Das Scannen der Unterlagen ist ja nur der erste Schritt auf dem Weg der vollständigen Digitalisierung. Im Weiteren müssen die Daten zum Teil händisch aufbereitet werden. Für den bestmöglichen Endlagerstandort sollte das Wirtsgestein möglichst homogen vorliegen. Informationen dafür können unter anderem aus den digitalisierten geophysikalischen Messkurven abgeleitet werden. Wir haben aktuell ca. 50% der Unterlagen gescannt und gehen daher davon aus, dass wir noch ein gutes weiteres Jahr scannen werden. Mithilfe der digitalisierten Daten erstellt die BGE 3D-Modelle, welche detaillierte Aussagen über die Geologie zulassen. Dies ermöglicht weitere Arbeitsschritte, die dann zur präziseren Eingrenzung der Untersuchungsgebiete führen.